Hallo, ich würde Ihnen ganz gerne nochmal zeigen, wie Sie eine Zeichnung aus dem CAD-Programm auch in Illustrator bearbeiten können, als Alternative zu einem fotorealistischen Rendering. Das soll keine Reklame für Illustrator sein und das soll auch nicht bedeuten, dass Sie das benutzen müssen. Ich will Ihnen einfach nur eine Variante zeigen, die sehr gut funktioniert. Und da Sie wahrscheinlich noch nicht viel mit Illustrator gemacht haben, hier ein kurzer Einblick in mehreren Schritten. Hier ist eine Ansicht, eine mögliche Ansicht, die ist natürlich ein reiner Dummy sozusagen, um Ihnen das zu demonstrieren. Wichtig ist, dass im CAD-Programm die Flächen, die später wichtig sind, wie zum Beispiel Fensterflächen, Fassadenflächen, die dann benutzt werden sollen, um da Bilder reinzulegen oder Spiegelung oder etwas in der Art, auch hier schon als Farbflächen vorliegen. Die Farben selbst sind vollkommen egal. Ich habe hier einigermaßen okay Farben benutzt. Es können aber auch totale Knallfarben sein. Wichtig ist, dass man sie später gut auswählen kann. Ich wechsle jetzt mal zu Illustrator, das ich schon gestartet habe. Wenn Sie die Creative Suite 4 haben, haben Sie wahrscheinlich auch Illustrator. In Illustrator geht es jetzt so, dass Sie ein Dokument anlegen mit Steuerung N. Ups, ich bin in Archicad auf einmal wieder. Moment, jetzt nochmal. So, den Namen können Sie vergeben, wie Sie wollen. Sie brauchen ja wahrscheinlich zwei DIN A0 Formate hochkant. Sie geben einfach die Maße ein, und zwar mehr als DIN A0. Die Breite mit 900 mm, das wäre die Papierbreite im Drucker. Und die Höhe kann ruhig 1300 mm sein. Und dann klicken Sie auf OK. Illustrator zeigt Ihnen jetzt das Dokumentformat. Und jetzt als allererstes legt man einen Schneiderahmen an, der dann dem späteren genauen DIN-Format entspricht, wenn Sie ein DIN-Format überhaupt benutzen wollen, was Sie ja auch nicht müssen. Okay, ein Rechteck ist schnell gezeichnet. Sie klicken irgendwo hin und geben die Maße ein: 841 mm in der Breite, 1189 mm in der Höhe. Okay, jetzt liegt der Rahmen erstmal irgendwo. Sie nehmen den schwarzen Pfeil hier oben als Werkzeug. Sie sehen hier, dass Sie die, ups, Entschuldigung, Sie sehen, dass Sie hier die Maße eingeben können, beziehungsweise den Offset. Ich nehme mal den Mittelpunkt, ich trage hier bei X, na, das geht jetzt nicht so gut, weil ich hier so nah vergrößert bin, ich klicke mal hier doppelt drauf. Da geben Sie jetzt 450 mm ein für die Lage des Mittelpunkts. Und hier geben Sie für die Lage des Mittelpunkts 650 ein, das wäre die Hälfte von 1300. Das wäre der Schneiderahmen. Ich gucke mir ganz kurz an, wie die Farben von dem sind. Dazu gibt es hier die Farbtabelle bzw. die Swatches. Ich nehme mal die Farbpalette, Entschuldigung. Und da können Sie jetzt für den Rahmen schwarze Farbe eingeben und das Blatt selber soll transparent sein. Da klicken Sie hier drauf und jetzt ist erstmal alles eingerichtet. Das war Schritt 1, Anlegen eines Layouts in Illustrator, der Dokumentrahmen.